fragen wir nach bei Melanie Haag in Erfurt. Was hören Sie über die Verhandlungen? Ja, dazu, dass die CDU Bodo Ramelow die Stimmen verschaffen könnte, dazu dringt noch nichts nach außen hier aus dem Raum hinter uns, in dem ja seit heute Mittag getagt wird. Vor knapp 2 Stunden, dann hat sich die CDU zurückgezogen. Sie ist noch nicht zurückgekommen. Es heißt aber, man habe sich auf mehrere Punkte einigen können, unter anderem auf einen sogenannten Stabilitätspakt oder ein Stabilitätsverfahren. Was bedeutet, man wolle sich zusichern, bei künftigen Entscheidungen zusammen die Mehrheit zu erreichen mit CDU, Linken, SPD und Grünen, um eben nicht auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Das würde natürlich auch eine kraftvolle Anstrengung bedeuten, diese Regierungsarbeit durchzuziehen. Der letzte große Knackpunkt, so hören wir hier aus Verhandlungskreisen, sei wohl der anschließende Termin einer möglichen Neuwahl. Darüber wird hier noch diskutiert. Um 20 Uhr soll hier eigentlich die Entscheidung kommen. Ob sie es bis dahin schaffen, wir warten ab. Sie halten für uns die Stellung dort. Vielen Dank, Melanie Haag.